Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Review von almaedia.de. Wir haben euch heute den Head Flat mitgebracht. Auf der IFA 2015 vorgestellt, eines vielleicht der nettesten Gadgets für euer Smartphone. Also wir alle kennen ja das Problem, wenn ihr das Handy in der Hand habt, habt ihr immer irgendwie keine Hand frei. Das zum Beispiel in der Videotelefonie, ihr wollt ein Video auf dem Smartphone schauen, ihr wollt zum Beispiel Augmented Reality nutzen, irgendwie in den Himmel gucken und zum Beispiel diese Sterne-App, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt, also auf Headflat gibt es auch eine Liste mit den Apps, die funktionieren, da könnt ihr dann halt, ja, für Augmented Reality finde ich schon sehr genial, weil ihr es halt direkt vor den Augen habt. Oder einfach mal Videos aus der Ich-Perspektive shooten. Dafür werden wir es, glaube ich, auch noch gut gebrauchen können. Ich packe das Ganze jetzt einmal aus, mache es ans Cappy ran und dann stelle ich es euch nochmal im Detail vor. Hier haben wir insgesamt das Gestänge bzw. die verschiedenen Bauteile. Und eine Bauanleitung. Da schauen wir jetzt mal rein. Dürfte ja vermutlich kein Hexenwerk sein, das zusammenzubauen. Bauanleitung, kurzer Hinweis. Und dann haben wir hier die Bauanleitung, die ich gleich sicherlich etwas beschleunigt zusammenfassen werde. So, ich habe es jetzt hier einmal fertig, hat sich vielleicht doch minimal aufwendiger herausgestellt. Je nach Dicke des Schirms hier vorne passt das etwas schlechter drauf. Genau, sonst macht ihr es hier an der Seite mit den beiden Clips fest. Hier habt ihr auch nochmal eine Headflat-Marker. Und hier haben wir nun die Handyhalterung, wo ein iPhone auch meiner Größe reinpassen sollte. Von der Materialermutung ist es halt alles, ja, ist halt Plastik, ist okay. Mit Hülle schon etwas schwierig, sehr grenzwertig hier. Aber sollte halten. Dann kann ich mir das Ganze jetzt mal aufsetzen. So, ich habe mir hier gerade mal eine andere Cappy geholt, weil der Schirm vorne einfach zu dick war und es nicht gehalten hat. Und bei der Demontage ist hier gleich schon dieser Haltenippel, der das auf der Kappe fixiert, der hier so ein bisschen geriffelt ist, weggebrochen. Den muss man halt zum Lösen etwas hochbiegen. Und beim Hochbiegen ist der eine schon direkt hops gegangen. Also spricht nicht für eine sehr hochwertige Materialqualität. Also wie gesagt, hier hinter rastert das in dieser Rille ein und um es abzunehmen, muss man es halt hochbiegen und dabei ist es schon kaputt gegangen. Wird jetzt natürlich nicht mehr so perfekt halten. Schrauben wir das mal wieder einmal lose hier, die Halterung. Und versuchen wir das noch einmal sinnvoll zu fixieren.
So, hier passt es jetzt auch etwas besser. Der muss natürlich wieder vorher drauf. Das Rohr auch wieder drauf. Und dann können wir es festschrauben. Hier sehen wir auch schon, hier beim Festschrauben trägt sich auch schon Material ab, beziehungsweise ist auch nicht so ganz sauber verarbeitet. So, ich ziehe mir noch einmal das Cap hier auf. Ich habe es wieder abgenommen, weil, ja, mit dem iPhone 6 Plus, wenn ich hier ein bisschen wackel und hier ein bisschen hin und her, es fällt ab. Also das iPhone 6 ist einfach viel zu schwer. Ich kann euch hier nochmal eine Gegenseite drehen, um euch einfach nochmal diese Videofunktionalität, die ich eigentlich, also dafür finde ich es echt halt super, aber mir rutscht dieses Cap halt brutal vom Kopf, auch wenn ich schon recht festgemacht habe. Aber aus dieser Perspektive zu filmen, ist, denke ich, schon mal ganz gut. Auch so für jetzt so ein Unboxing, was wir in der Regel machen, kann man es tatsächlich echt gut benutzen. Man sieht, was man gerade filmt. Also die Idee finde ich immer noch nicht schlecht. Auch für Videochat ist die Funktion ganz gut, weil man sich halt selbst sieht. Und den anderen auch. Und man hat halt die Hände frei. Sicherlich ist das jetzt kein Gadget, mit dem ich unbedingt nach draußen gehen würde. Aber für den Heimgebrauch ist es eine sehr gute Lösung. Ich habe gerade noch mal geguckt, wie es mit der Videokamera ist. Ja, die Frontkamera ist in dem Sinne halt ein wenig dicht dran. Ne? Also ich sehe quasi, um es mal zu demonstrieren, sehe ich grob diesen Ausschnitt im Handy. Dafür ist das Teil halt also viel zu dicht dran. Ne? Von dem Use Case her fragwürdig. Was aber tatsächlich gut geht, ist hier einfach ein Video schauen, weil ich das halt wirklich sehr dicht vor meinen Augen habe. Das Ding füllt halt relativ gut mein Blickfeld aus und wenn ich jetzt liegen würde quasi, ich habe es auf dem Sofa schon mal ausprobiert, da funktioniert das mit dem Cap auch. Aber alles, was so wirklich sitzen ist, drückt mir halt das Einzige, was das Ding wirklich noch hält, ist meine Brille. Ansonsten, wenn man es von der Seite sieht, rutscht es noch weiter runter. Müsste man das Cap vielleicht extrem straff ziehen, was aber dann auch irgendwie Kopfschmerzen auf Dauer verursachen dürfte. Ich ziehe das hier einfach mal noch einen weiten Ticken straffer. So, dass es halt wirklich extrem tight an meinem Kopf sitzt. Also so würde es jetzt grob funktionieren, aber dabei kriege ich Kopfschmerzen, es tut mir echt weh. Also so fest will ich das Cap nicht die ganze Zeit tragen. Von daher, da ja, müsste man sich vielleicht, oder man kauft einfach, es gibt auch direkt eine Cap von Headflat dazu. Oder man nimmt einfach ein kleineres Handy. Ich habe hier zum Test einfach nochmal eine etwas kleinere Variante. Jetzt muss ich vielleicht mal wieder etwas verstellen.
Aber selbst das ist, der Schwerpunkt hängt halt viel zu weit durch dieses ganze Gerüst, was hier auf den Schirm drückt. Ich finde, meiner Ansicht nach, der Schwerpunkt ist viel zu weit vorne. Man kann es wirklich nur gut im Liegen benutzen. Dafür ist es echt gut. Erfüllt seinen Zweck. Man kann Videos schauen. Videochat, wie gesagt, die hatten sehr große Brennweite, also einen relativ kleinen Blickwinkel, die Kamera. Ihr merkt es ja selber, beim Selfie haltet ihr irgendwie das Handy da, um euch irgendwie bildfüllend drauf zu kriegen. Genauso müsste es hier auch sein, damit ihr wirklich irgendwie komplett drauf seid. Hängt wahrscheinlich vom Handy ab, aber mit dem iPhone 6 Plus funktioniert es nicht. Qualität auch dieser Halterung ist halt sehr fragwürdig, nicht sehr hochwertig. Ich glaube, Kostenpunkt irgendwie um die 40 Euro würde ich hierfür. Guck, wir haben hier sehr dünnes Plastik, was man so einfach zusammendrücken, biegen kann. Die Halterung ist hier sehr fummelig. Nicht mal das Rad ist irgendwie aus Metall. Insgesamt, die Idee ist super. Umsetzung sicherlich auch in Ordnung, aber allein durch das Gewicht der Handys liegt der Schwerpunkt hier vorne, drückt auf das Cap. Ja, weiß ich nicht genau, was ich davon halten soll. Also für mich persönlich jetzt im Praxistest fürs Video gucken, wie gesagt, Sofa liegen, okay. Wobei, dann muss das Cap auch recht fest sitzen und irgendwann kriege ich davon Kopfschmerzen. Das hat mir also auch nicht gefallen. Und so im Stehen oder auch jetzt im Video machen. Oh, wir sehen, jetzt ist hier gerade dieser Clip komplett abgefallen. Ist es vielleicht noch nicht das Wahre, auch wenn das Werbevideo verspricht, dass es gut funktioniert. Ich bin da skeptisch. Und der Praxistest zeigt auch, man sollte skeptisch bleiben bei dem ganzen Ding. Ansonsten probiert ihr es einfach mal aus, bestellt es euch bei Amazon oder so. Eventuell können wir auch ein paar Sachen verlosen davon, damit ihr selber mal austesten könnt und euch selber eine Meinung dazu bilden könnt. Wir würden es jetzt nicht direkt empfehlen. Vielen Dank.